Als Ingenious Partner brauchen wir die besten Köpfe. Das bedeutet natürlich auch die besten weiblichen Köpfe. Die letzte Erhebung im Rahmen des Gender Booklets zeigt, dass der Anteil an Frauen an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in Österreich von 2007 auf 2008 um ca. 0,5% angestiegen ist. In den AIT ist es so, dass von 2007 auf 2008 der Anteil der Forscherinnen von 17,1% auf 18,7% gestiegen ist. Insbesondere in der jüngsten Altersgruppe halten wir aber bei stolzen 40%. Die österreichische Forschungslandschaft kann durch Genderprogramme natürlich sehr profitieren. Einerseits geht es um gemischt geschlechtliche Teams, die ganz unterschiedliche Sichtweisen in den Forschungsprozess einbringen. Es geht aber auch darum, dass Produkte in einer sich verändernden sozialen Landschaft, vor allem dann, wenn Frauen daran arbeiten, vielleicht angepasster und effizienter sind, als wenn man es nur aus einer männlichen oder vielleicht nur ökonomischen Perspektive betrachtet. Wichtig ist auch die Entwicklung von flexiblen Arbeitszeitmodellen für Frauen, aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Stichwort Väterkarenz. Also ich war 7 Monate in der ersten Hälfte 2008 in Vaterkarenz und meine Frau hat in der Zeit Vollzeit gearbeitet. Meine persönliche Erfahrung aus der Zeit in Karenz mit meiner Tochter war, dass es die einmalige Möglichkeit ist, mit einem Menschen, in dem Fall ist es halt ein sehr kleiner Mensch, aber das ist eigentlich egal, mit einem Menschen eine sehr intensive Zeit zu verbringen. Und das ist das, was einem selber unheimlich gut tut. Es gibt die unterschiedlichsten Teilzeitmodelle im Hinblick auf Ausmaß und Lage der Arbeitszeit im Unternehmen sowie die Möglichkeit der Vereinbarung von Telearbeit. Außerdem hat das EIT mit Beginn des Vorjahres eine Kinderbetreuungseinrichtung am Standort Seibersdorf eröffnet. Die Tatsache, dass es den Kindergarten am Standort Seibersdorf gibt, macht den Standort sehr viel bunter durch die Allgegenwart der Kinder, dass man das sieht beim Eingang. Auch für die Kunden ist das wirklich eine Imageverbesserung am Standort Seibersdorf. Und ein weiterer, besonders wichtiger Schritt ist in der jüngsten Vergangenheit gelungen mit der Einführung der Papawochen, die es Vätern ermöglicht, sich innerhalb der ersten 3 Lebensmonate des Neugeborenen zumindest 14 Tage intensiv um die Partnerin und das Neugeborene zu kümmern. Die Papawoche ermöglicht es dem gerade gewordenen Vater, ich glaube in unserem Fall, bis zu 2 Wochen nach der Geburt bei Fortzahlung des Entgelts zu Hause zu bleiben. Also wie ein bezahlter zusätzlicher Urlaub. Das EIT setzt auf gendersensible Ausschreibungstexte und verstärkte Auftritte bei Recruiting-Veranstaltungen mit Zielrichtung Frauen. Ich bin auch schon ganz stolz darauf, wenn Kollegen hier auch gendergerechte Sprache verwenden oder wenn sie es nicht tun, sich zumindest bewusst sind, dass sie es nicht tun und sich gleich dafür entschuldigen. In der Öffentlichkeit werden regelmäßig Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation diskutiert. Wir im EIT wissen, dass das bei uns kein Thema ist. Innerhalb der Beschäftigungsgruppen gibt es Einkommensgleichheit. Also innerhalb derselben Einstufungen gibt es keine Gehaltsschere. Die Gehaltsunterschiede werden regelmäßig analysiert, so wie es auch im Kollektivvertrag vorgesehen ist.
Wir beteiligen uns außerdem in hohem Maße an den Fördermöglichkeiten der Initiative Generation Innovation und an der Förderprogrammlinie Femtech, um eben verstärkt Frauen in die Forschung zu bringen und diese dann auch in der Forschung zu halten. Femtech ist ein Programm des BMFIT zur allgemeinen Frauenförderung, vor allem Frauenförderung in dem Bereich Naturwissenschaften, naturwissenschaftliche Forschung. Femtech ist ein Netzwerkprogramm, durch das Frauen die Möglichkeit haben, sich untereinander zu vernetzen, Informationen auszutauschen, und auch die Unternehmen haben die Möglichkeit, die großen Fördereinrichtungen des BMFIT anzunehmen. Thank you.